mal gern wissen, welche Stärken würden Sie sich denn so an sich selber zuschreiben? Ich bin nie ein Fan davon, selber von mir positiv zu sprechen, aber was ich Ihnen auf jeden Fall sagen kann, eine sehr, sehr gute Stärke von mir ist, dass ich eine Führungsperson bin. Ja, also ich kann mich durchsetzen, ich bin autoritär, ja, ich bin aber auch genauso gut sehr teamfähig und einfühlsam. Ja. Du Blöder! Ich weiß mich in gewissen Situationen zu benehmen und auch dementsprechend zu reagieren, gerade was Stresssituationen angeht. Geld dabei. Du kleiner Wirklich, deine Mutter! Ah, geschieht dir recht, bist schön aus dem Auto geflogen, du Gerade was den Umgang mit Leuten angeht, die aufbrausend werden. Ich bin jetzt nicht jemand, der komplett Ausraster bekommt, sondern Hör auf zu schießen! Hey, woher weißt du das? Ja, weil ich das die ganze Zeit höre! Ja, ich habe eine Verfolgungsjagd hier mal. Sollte es jetzt mal irgendwelche TVs geben, die meinen, mich zu beleidigen, bin ich jemand, der in Stresssituationen trotzdem noch ruhig bleibt und einen kühlen Kopf bewahrt, was auch immer sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Kanälen beschießen ja, immer gerade. Noch bei den Bandgleisen hinterm... Den Cyclone? Ja, da warten, Klammer. Wir werden gleich aussteigen. Wir gleich aussteigen. Ja, wo, wir sind auch da. Ey, die haben doch safe an, Alter. Die haben doch safe an. Die haben doch safe an. Habt ihr gesehen, wie schnell ich down war? Na, hallo, Tori. Hallo, Jack. Ich hab grad Vorstellungsgespräch beim ersten Deal gehabt. Ey, und wie lief's? Ich wurde angenommen. Ich weiß es echt nicht, hm? Oh, das ist ja mal ganz was ganz Neues. Das hat dich jetzt aber total überrascht. Oh, echt krass. Ja, und wie lief's? Der war echt gut. Also, bist du noch rein dran? Drecks, Bulle, Drecks. Bereit dran! Drecksbulle! Du sollst recht dran fahren! Schein Drecks! Du nimmst! So ein Polizist! Nimm deine Hände hoch! Nimm deine Hände hoch! Nimm deine Hände hoch! Hände hoch, please! Oh, ich hab's feiert, Meinst du das hier? Hallo. Bist du gerne bei der Kurse ausgegangen? Also es war schon sehr, sehr schwer, aber ich glaube, es war für mich persönlich einfach auch an der Zeit und ja. Daddy. Ich fühle mich gut. Okay. Daddy. Bist du noch, bist du noch mit deiner, mit deiner Frau bist du noch zusammen mit Caitlin? Ja, natürlich. Okay. Das werde ich auch weiterhin bleiben. Liebst aber du sie? Ist ja auch nicht bei der Yakuza. Liebst du sie? Ja, ich liebe sie über alles. Okay, ich glaube dir. Von der Skala weil, wenn du, weil wenn du lügst, dann sollten jetzt ja irgendwo Wolken aufziehen. Wir steigen einmal aus, beim AMG, an Einheiten beim AMG. So, und jetzt einmal hier links auf den Highground sichern. Einige Einheiten mal links auf den Highground über uns. Ehrlich, ja, wir gehören auf dem Highground, wir pushen die gleich weg. Ehrlich, ich zieh mit jetzt. Dem TV weg, ne? Ja, ist okay. Die restlichen Einheiten zum AMG. Wir brauchen den Highground neben uns. Holt den Highground über uns. Wir haben hier zwei Seiten im Krieg. Wir ziehen uns mal da hinten zurück. Wir haben's. Geht mal auf den Highground, geht auf den Highground. Alle hoch auf den Highground. Los, push den weg. Der Motorrad liegt, geht mal hoch auf den Highground. So, der hilft dir mal aus dem Auto. Kommt, alle hoch hier jetzt. Richtung Norden hoch, über die Straße quasi. Hab ihn, weiter. Und von dort umlaufen wir die jetzt. Easy Snack. Über den Highground hier. Ihr habt's gehört, links hoch über unseren Fahrzeugen. Einmal die Berge besetzen. Mach hier eine Mauer, mach eine Mauer! Mauer bilden und jetzt voll reinhalten. Haltet rein. Komm, haltet rein da. Den Hügel kam hoch hier. Da waren so viele auf einmal!
Es waren so viele! Komm, die zwei Gärtner da unten. Hilfe! Die bleiben hier und halten jetzt. Kommt der jetzt? Wir dürfen ihn jetzt nicht spoilern. Okay. Das ist wichtig, dass ihr den jetzt. Bibi, du musst auf den Bildschirm gucken. Jetzt kommt Zaubertrick. Jetzt kommt Zaubertrick. Freunde. Comedy fühle ich, Comedy fühle ich. Zweite in diese Tüte. So. Also, ihr habt jetzt diese Tüte gesehen, richtig? Okay. Jetzt halt. Hey, Magic! Es hat leider nichts gebracht, dass ich nur. Es hat leider nichts gebracht. Mal abgehört. Hier die 5 Euro, ja? Wenn man ein bisschen was davon hört, dann ist auch, macht auch vieles kaputt. Es ist einfach gar kein Zaubertrick. Es ist einfach komplett. Man hat es geliebt! Ey, man hat den. Du bist so scheiße! Man hat doch den zweiten Schein nicht gesehen! Das Ding ist, ey, guck mal, diesen, ich mache aus 10 Euro 50 Euro Trick oder so, ne? Ja. In meiner Kindheit habe ich diesen Trick wirklich, ich dachte, der funktioniert wirklich, ne? Aber du hast mir jetzt ganz viel aus meiner Kindheit gesagt. Möchtest du 2 einzelne Tattoos haben auf der Brust oder so ein ganzes? Ganzes, glaube ich. Ja, am liebsten wird er einfach nur hübsch aussehen, aber das wird bei ihm nichts mehr. Weg! Machen dann auch nicht mehr die Tattoos weg. Was? Er will das? Noch so ein Spruch, du bist gleich auf der Blacklist der Gents. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Oh, Jabun! Oh, Jabun, hallo. Hallo. Hallo, Jabun. Oh, warte. Hallo. Hallo. Oha, wo gibt's das Hemd? Hm? Oha. Alter, woher hast du denn so geile Sachen? Rente. Im Casino? Rente. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut. Ja. Ich hab meine Bart hier abgeholt. Ach, komm mal, ja. Hallo, Frau Hanso. Sind Sie eigentlich schon da Frau Hanso? Was, meine Frau nicht an! Oh, du hast mich gesehen. Aua. Hallo, Nee, das war zu viel. Hey, nimm die Hände runter! Erschieß ihn! Okay, ich muss die kurz Hand überlegen. Erschieß ihn, Schatz! Ich hab keine Pistole. Hören Sie jetzt auf damit, okay? Okay. Machen Sie das nie wieder! Ja, okay. Nimm die Handschellen ab. Oh, go. Nein, ja.